einen Vortrag halten mit dem Thema Das Kulturerbe der deutschen Bildung, Reichtum und Auftrag. Vor 12 Jahren hat das Schillerhaus ein Projekt gehabt, deutsche Kulturerbe in Rumänien. Und wir haben sehr viele Veranstaltungen organisiert. Also ich bin sehr froh, dass heute diese Veranstaltung hat auch dieses Thema. Ich möchte noch vorstellen, Herr Dr. Klaus Habichus, der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, regional Altreich, und Frau Christiane Cosmatu, unsere Staatssekretärin des Departements für interethnische Beziehungen und gleichzeitig auch Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Bukarest. Bitte schön. Vielen Dank für die Einladung. Einen schönen guten Abend Ihnen allen. Das Kulturerbe der Deutschen in Rumänien, Reichtum und Auftrag. Ein Thema, mit dem ich mich heute Abend beschäftigen möchte. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie einiges sehen und hören, das Sie bisher auf die Art zumindest noch nicht mitbekommen haben. Oben, wie es war, unten, wie es heute aussieht. Ich las in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unter anderem den Satz, den wir hier gemeinsam lesen können: Das Ziel der Zerstörung ist das Auslöschen jeglicher Erinnerung an die Vergangenheit und die völlige Vernichtung des kulturellen Gedächtnisses der Menschheit im Nahen Osten. Und dieser Satz hat mich in der Phase, als ich mich mit meinem Thema beschäftigte, sehr, sehr stark beeindruckt. Vernichtung des kulturellen Gedächtnisses der Menschheit im Nahen Osten. Kulturelles Gedächtnis. Ich glaube, wir leben natürlich in der Gegenwart und zielgerichtet auf die Zukunft hin. Aber das, was war, das, was die Leistung der Menschheit und in diesem Fall hier der Menschen, die hier auf dem Territorium dieses Landes gelebt haben, ist eine Kulturleistung, die man nicht vergessen darf und nicht vergessen kann. Und noch schlimmer, wenn man sie vernichten würde, wie das in Palmyra als Beispiel für Aleppo, Mosul, Nimrud, Hatra und so weiter hier geschehen ist. Meine Damen und Herren, wir sind in Rumänien. Wenn Sie diese Karte hier sehen, also mir geht es zumindest so, dann sehe ich diese enorme Vielfalt, geografisch gesehen, topografisch gesehen, die es in vielen Gebieten dieser Welt so bei einem einzigen Land nicht gibt. Ich habe versucht, mal zu kombinieren zwischen dem, was war und dem, was ist. Sie können oben rechts das frühere Wappen der Sozialistischen Republik Rumänien sehen. Wappen sind ja grundsätzlich auch Sinnbilder. Sie wollen ja etwas ganz Bestimmtes mitteilen. Und dieses Wappen hier ist für mich in der Zeit, auch als ich hier lebte, eigentlich eher so ein wenig zukunftsgerichtet.
Die Vergangenheit wird mehr oder weniger ausgeblendet. Alles geht nach vorn, die Sonne leuchtet über den Karpaten, das Erdöl damals noch bei Ploiești etwas Wichtiges, die Wälder und das Band der Ehren, das eben dieses ganze Bild umschlingt. Man hat den Eindruck, damals, als ich hier lebte, habe ich das so nicht gesehen, aber man hat den Eindruck, dieses Land hat keine Vergangenheit. Das ist nur auf die Zukunft ausgerichtet. Man löscht die Vergangenheit eventuell aus. Und wenn ich das nun vergleiche mit dem jetzigen Wappen, das wir heute im Parlamentshaus, in der Casa Poporului, auch gesehen haben, dann muss ich sagen, dieses Wappen erinnert mich an eine Situation, in der dieses Land, dieses neue Rumänien, sich deutlicher als vorher auf die Traditionen der einzelnen Regionen besinnt und sie in das Wappen aufgenommen hat. Sie können es mit mir ja sehen. Also wenn wir hier links oben diesen Teil des Wappens sehen im Schild, dann wird hier Muntenien oder die Walachei, Muntenien und Oltenien zusammengefasst. Aus dem anderen Gebiet, nämlich aus der Moldau, stammt das obere Teil rechts oben. Interessant für uns, für mich speziell, ich komme nämlich aus Siebenbürgen, das Siebenbürgen-Wappen ist auch zu sehen und natürlich auch das Wappen für Banat, Banat und Tirschana in den historischen Kategorien. Und schließlich, das kann man ja nicht vergessen, ein alter Teil von Rumänien, das ist die Dobruja. Ich selber komme aus Siebenbürgen und in diesem Siebenbürgen habe ich praktisch so ab dem ersten Lebensjahr bis zum 29. Lebensjahr gelebt und bin 1973 nach Deutschland ausgesiedelt, bin in diesem Land, Sie haben es zum Teil auch lesen können, bin in diesem Land sozialisiert worden. Hier war ich in der Schule, hier habe ich die Grundlagen meiner Bildung erworben und ich glaube, es sind Grundlagen, die mir sehr, sehr weit geholfen haben im Leben. Dazu kommen wir noch. Ich möchte schon von Anfang an sagen, meine Damen und Herren, der ganze Vortrag wird ein wenig siebenbürgisch-sächsisch-lastig sein, weil ich Siebenbürger-Sachse bin. Ich kenne mich auch in anderen Bereichen ein wenig aus, aber es ist halt so. Ich habe ein Zitat gefunden von Prinz Charles. Die gewaltige Schönheit der Landschaft, die reine Natur, die Dörfer, die Kirchen, die Häuser, die außergewöhnliche Atmosphäre einiger Ortschaften, das ist zeitlos und teuer, sehr selten woanders zu finden. Er spricht von Orten in Rumänien, hier in Siebenbürgen. Da ist noch ein Platz, drüben ist noch ein Platz und so weiter. Ja, alles mit der Ruhe, helfen Sie dann vielleicht ein wenig. Wir bleiben auch gerne stehen. Nein, kommen Sie. Dann können nicht alle dort stehen, sonst sitzen Sie. Nein, dann sitzen Sie mal hier. Das war ein Stuhl. Gut, da drüben ist noch ein Platz. Ich habe jetzt eine Übersicht auch über die leeren Plätze. Er meinte hier, der Prince of Wales, meinte hier, sprach hier von Gebieten aus Rumänien, aus Siebenbürgen, wo er sich in einem Dorf eben auch ein Anwesen gekauft hat und hier und da mal einen ruhigen Urlaub verbringt. In Whiskey, in Weißkirch, dort weiß ich. Was ist Kulturerbe? Das ist Patrimonio Cultural. Zuerst müssen wir das ja klären. Kulturerbe der Deutschen in Rumänien, also das ist Kulturerbe.
was sind die Deutschen in Rumänien und was ist das deutsche Kulturerbe. Da müssen wir schon vorher ein wenig klären. Also unter Kulturgut, ja, bezeichnet man im Allgemeinen etwas, was als kultureller Wert Bestand hat. Also ein Kulturgut, das nicht heute da ist, morgen ist man es vergessen, sondern es hat auch Bestand und auch bewahrt wird. Die Gesamtheit der menschlichen Kulturgüter wird als kulturelles Erbe oder Kulturerbe bezeichnet und dazu gehören dingliche, aber auch nicht dingliche Objekte, Bauten, Archivalien, dann Sitten, Bräuche, Überlieferungen und so weiter und so fort. Was ist deutsches Kulturerbe in Rumänien? Zuerst mal zu den Deutschen in Rumänien. Vielleicht wissen einige von Ihnen, dass 1930 bei der damaligen Volkszählung in Großrumänien, also etwas größer als dies hier, etwa 800.000 Deutsche lebten. 800.000 ist eine ganze Menge. Wie viele sind es heute? Weiß es jemand so ungefähr? 36.000. Etwa 36.000. Also von 800 sind wir auf 36.000 geschrumpft. Wer waren diese Deutschen? Wer sind es? Es sind verschiedene Gruppen. Wir haben im Westen die Banater Schwaben und die Satmarer Schwaben. Im Banat, im Bergland des Banats, rings um Reschica herum, haben wir die Berglanddeutschen. Die Satmarer Schwaben, die Banater Schwaben, die Banater Berglanddeutschen sind in diese Gebiete gekommen im 18. Jahrhundert, so etwa vor 1700 ging es los und dann hauptsächlich im 18. Jahrhundert die berühmten Schwabenzüge bis hin zu Maria Theresa hinein und Josef II. Die Siebenbürger Sachsen im zentralen Teil des Landes, also in Siebenbürgen, die sind schon erheblich länger hier anzutreffen gewesen. Sie sind in der Zeit um 1141 bis 1161 vom damaligen ungarischen König Kaiser II. Oder Geson II. Ins Land gerufen werden als Hospites und sie sollten hier unter anderem eben auch diesen östlichen Teil des ungarischen Reiches vor Angriffen aus dem Osten bewahren. Und ich glaube, man hat sie auch deswegen gerufen, weil man davon ausging, dass sie durch die Tätigkeit, die sie ausüben, auch für Steuern für den König sorgen können. Die Bukowina-Deutschen sind im 17. und 18. Jahrhundert in dieses Gebiet gelangt, sozusagen in das damalige Habsburgerreich, denn die Bukowina war Kronland der Österreicher. Die Oberwischauer Zipse sind etwas früher aus dem Mittelalter, aus der Zips, aus der heutigen Slowakei, rüber gewandert. Sie sind hauptsächlich in der Forstwirtschaft tätig gewesen als Handwerker und etliche von ihnen sind auch über die Karpaten in die Bukowina gelangt. Die Bessarabiendeutschen, das steht ja hier deutlich, 1740 bis etwa 1940, als sie 1940 ins Reich evakuiert wurden, genauso wie die Dobrudja-Deutschen, die etwa 100 Jahre da waren. Und Regat-Deutsche hat etwas zu tun mit dem Begriff Regat, der Ihnen bekannt ist, uns in Siebenbürgen vielleicht weniger und in Deutschland gar nicht. Regat ist das Königreich, es wird davon Königreich Rumänien ab 1881 gesprochen. Das wären die einzelnen Gruppen, von denen wir da reden. Und es ist doch völlig klar, jetzt mal ganz ehrlich, wenn eine Gruppe 700, 800 Jahre lang in einem Gebiet lebt, dann hinterlässt sie möglicherweise etwas mehr an Kulturgütern, die sichtbar sind, als eine Gruppe, die nur 200 Jahre hier war. Das ist jetzt mal nur rein mathematisch so gerechnet. Aber ich bin dennoch, wie ich schon sagte,
eher sinnbildlich sächsisch lastig. Ich habe hier zwei Karten ein wenig zusammengefügt, damit man das ein wenig genauer sieht, wo die einzelnen Gruppierungen in etwa da waren. Ich möchte noch hinzufügen, bei den Banater Schwaben, da im Westen, ist es so, dass sie ursprünglich zu den Donauschwaben gehörten und die Donauschwaben lebten und agierten in Ungarn, im heutigen Serbien, die Vojvodina, und im heutigen rumänischen Banat. Und wir sprechen von Banater Schwaben, wenn wir diejenigen so bezeichnen, die im rumänischen Teil des Banats gelebt haben. Dann haben wir bei Satmar, Sie sehen dort die Satmarer, die Schwaben, Bessarabien und so weiter und so fort. In der linken Spalte kann man in etwa sehen, was ich vorhin sagte, 745.000, Jahr 1930, 48 noch 343 und 2015 ungefähr 34.000. Da hat sich einiges getan im Laufe der Jahrzehnte im 20. Jahrhundert. Es hat den Zweiten Weltkrieg gegeben, es hat Deportation gegeben, es hat Evakuierungen gegeben, es hat dann die große Aussiedlung der Deutschen, insbesondere in den Jahren zwischen 1970 und 90 und dann nach 1990 gegeben. Ich persönlich gehöre zu den Aussiedlern aus Rumänien. Ich bin aus Jad bei Bistritz ausgesiedelt worden 1973 und bin in Nürnberg gelandet und bin auch heute noch sehr gerne in Nürnberg. Wenn ich nach Siebenbürgen komme, dann sage ich, ich fahre nach Hause. Und wenn ich von Siebenbürgen nach Nürnberg fahre, sage ich, ich fahre nach Hause. Das ist kein Widerspruch. Hier noch etwas zu den Siebenbürger Sachsen. Sie kommen aus dem Moselgebiet, aus dem mittelrheinischen Gebiet und zwar im 12. Jahrhundert. Und wie gesagt, in Siebenbürgen leben heute ungefähr 13.000 und allein im Großraum Nürnberg, woher wir kommen, leben zurzeit mehr als 20.000 Siebenbürger Sachsen. Bei den Banater Schwaben muss man es so in etwa vorstellen, die sind ja über die Donau mit diesen Ulmer Schachteln, diese kleinen Schiffe, die man hier sieht, man nannte sie Ulmer Schachteln. Mit diesen Schiffen sind sie die Donau runtergefahren und haben sich im mittleren Donaubereich im heutigen Ungarn, Serbien und eben im Banat niedergelassen, gerufen durch die habsburgischen Kaiser Karl Maria Theresia Josef II. Was ist deutsches Kulturerbe in Rumänien? Also das ist mal allerhand. Ich habe hier sehr viel aufgeschrieben. Sie können es mit mir lesen. Also zuerst mal wieder der Bürger Sachse sagt Kirchenburgen. Ist doch völlig klar. Kirchen, Museen, mittelalterliche Städte und historische Dorflandschaften. Ich habe es einige Male schon mitbekommen und auch hier, wenn man Schäßburg sieht, und Schäßburg gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO, die Altstadt, das ist dann nicht nur eine Kirche oder ein Gebäude, das ist dann eine städtische Landschaft, die so besonders wertvoll ist, dass sie in das Weltkulturerbe aufgenommen wurde. Museen, ja, da habe ich als bestes Beispiel völlig klar das Bruckenthal-Museum in Hermannstadt oder eben das Deutsche Theater auf der rechten oberen Seite in Temesvar. Deutsches Schulwesen. Also Sie wären heute Abend wahrscheinlich nicht da, wenn es nicht auch eine deutsche Schule in Bukarest gäbe und kein Interesse für deutsche Kultur, deutsche Sprache da existieren würde. Wir haben gerade vorhin mitbekommen, dass man vielleicht noch mehr Kräfte benötigen würde, es gäbe noch immer großes Interesse, auch bei jungen Menschen, Deutsch zu lernen. Das freut mich, freut uns in besonderem Maße. Deutsche Literatur, dazu komme ich auch noch. Deutsche Theater- und Orchesterlandschaft.
gibt auch einige Orchester, es gibt einige Chöre, es gibt Theater, das deutsche Theater im Temeswar, es gibt es noch. Das gab es ja vorher in ganz anderer Masse. Orgelbau und Orgelmusik, das ist nun mal so, wenn Sie in eine orthodoxe Kirche hineingehen, so werden Sie sehr, sehr lange warten, dass irgendwo eine Instrumentalmusik zu hören wäre. Es wird gesungen. Das ist nicht negativ, das ist positiv. Aber es ist eine andere Tradition. Wenn in Siebenbürgen und in Banat, in den katholischen, in den evangelischen Kirchen, grundsätzlich Orgelmusik zu hören war und manchmal auch heute noch zu hören ist. Das ist für mich dann auch deutsches Kulturerbe. Oder deutsche Geschichtsschreibung. Geschichtsschreibung, ein schwieriges Thema. Jede Zeit, jede Regierung, jede Partei will so nach ihrem Art zu denken, auch die Geschichte niederschreiben und weitergeben. Wir haben heute, ich war heute zum ersten Mal in der Casa Popolului und ich habe genau gesehen, welche Statuen zeigt man dort. Auf wen konzentriert man sich? Und Geschichte ist ja nicht etwas, das restlos mal niedergeschrieben wurde und es ist so und nicht anders, das was irgendwann mal passiert ist. Geschichte ist das, was wir heute und was der eine und der andere unterschiedlich von dem, was irgendwann mal passiert ist, bewerten, beurteilen, deutsche Geschichtsschreibung. Gibt es Bücher über die Geschichte Rumäniens, wo die Deutschen vorkommen, oder gibt es die Deutschen in diesen Büchern nicht? Das wäre zum Beispiel auch so eine Frage. Und da ist es für mich schon wichtig, dass die auch dazu gehören, denn Rumänien lebt von dieser Vielfalt. Gesellschaftliche Bräuche und Feste der Deutschen im Jahresablauf, Trachtenlandschaften, Kirchweihfeste, Kirmes, Kerma. Es gibt ja die deutsche Sendung in Rumänien, ich denke jeden Donnerstag. Also da gibt es ja enorm viele kulturelle Veranstaltungen, die damit zu tun haben. Und es freut mich immer wieder, wenn ich auch mal etwas sehen kann, dass noch einiges ausgegraben wird, dass noch einiges gezeigt wird, dass es noch lebendig ist im Rahmen des Möglichen. Urzeln. Also, ich weiß nicht, ob Sie die Urzeln kennen, da haben wir ein Bild mit den Urzeln. Wie heißen die rumänisch? Lole. Lole. Festival Lole. In Harbachtal, in Agneta. Agneta. War eine ganz kräftige Tradition der Urzeln. Die haben sie mitgenommen nach Deutschland und in Fasching gibt es in Nürnberg, gibt es in Sachsenheim, in Großsachsenheim, die Urzeln, die marschieren. Also ein alter Handwerkerbrauch, hunderte von Jahren. Was mich sehr gefreut hat, im Jahre 2007 hat sich eine rumänische Gruppe in Agnetern zusammengetan und sie führen diese Tradition fort. Sie waren natürlich auch schon in Deutschland, sind mit den anderen eine herrliche Geschichte, wie man sich gegenseitig befruchten kann. Oder dann Blasmusik. Naja, ich habe es gesehen auch hier, also es gibt wenn hier eine größere Veranstaltung stattfindet, da ist die Blasmusik. Ich glaube, sie ist aber ein bisschen ein Magnet, oder? Wenn man die Blasmusik kommt, dann gehen wir hin, denn das will man auch hören. Das ist ja etwas Besonderes. Oder eben die Arbeitskultur, die Wohnkultur, Festkultur, Trinkkultur, Esskultur. Ja, das ist ja überall ein bisschen anders. Hier versuchen wir ein bisschen mehr Balkan zu probieren, über die Gaumen reinzubekommen. Geht da nicht wahr? Das ist nun mal so. Ja. Also, nehmen wir mal an, die Villete, ja, oder Sakuske. Die Siebenbürger Sachsen hatten sowas nicht. Das haben die nicht gekannt. Die hatten ihr Grau und sie hatten ihr Schweinefleisch und Bratwurst und solche Geschichten. Heute sind die Winnete, die Sarmalen, die Sarmaluze, die man, das hat man ja von den Rumänen gelernt. Und die Rumänen haben auch eine ganze Menge von Griechen und von den Türken gelernt. Das ist doch das Schöne, dass man das alles dann lernt und auch weitergibt. Das sind feine Spezialitäten. Heute früh im Hotel, was haben wir bekommen? Winnete und Sakuske. Ich habe nichts anderes gebraucht. Das ist doch nicht.
Festkultur, europäische Kulturlandschaften ersten Ranges. Also wir sprechen ja zum Beispiel, wenn wir die Rumänen, das ist ja die rumänische Seite, die Moldau-Klöster in der Südbukowina oder Nordrum, wie wir es nehmen, sind eine Kulturlandschaft ersten Ranges. Das ist etwas Besonderes. Nicht nur diese fünf Klöster, die außen bemalt sind, aber das ist etwas absolut Besonderes. Da kann man sogar Tourismus organisieren, nur weil es die gibt. Nun, bei den siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen ist es ja auch nicht anders. Unser Freund, Dr. Kirchner, hat mir gerade gesagt, also demnächst fahren wir mal nach Unterfranken, ich denke Unterfranken, ja. Und ich zeige euch mal möglicherweise die einzige fränkische Kirchenburg. Kirchen gibt es, die einzige fränkische Kirchenburg, so wie ich sie mit euch in Siebenbürgen gesehen habe. Ja. Das ist etwas Besonderes. Und gleich ursprünglich 250 auf einem kleinen Platz und so weiter. Kirchenburg, also die banate, ländliche Barockland. Gut. Und ich sehe, dass wir vorwärts kommen. Reichtum und Auftrag steht in meinem Titel. Reichtum können wir, darunter können wir uns etwas vorstellen. Ich persönlich sage, also Rumäniens reiche Vielfalt, topografisch, klimatisch, flora, faunamäßig, natürliche Ressourcen betreffend, wirtschaftlich, ethnisch, konfessionell, kulturell, ist aus meiner Sicht in Europa fast unübertroffen. Ich kenne in Europa kein einziges Land mit einer so großen Vielfalt, geografisch, wirtschaftlich, kulturell. Ich kenne es nicht. Und das ist doch ein Pluspunkt. Das ist für mich Reichtum, auch geistiger Reichtum. Das ist natürlich auch Aufforderung und Auftrag. Also wenn du einen Reichtum hast, den musst du auch schützen. Dann musst du dich um ihn kümmern. Und da stellen sich einige Fragen für mich. Ich sage, was ist uns Deutschen aus Rumänien, ich bin ja so einer, das deutsche Kulturerbe in Rumänien wert? Aber ich kann die Frage auch mal anders stellen. Was ist das deutsche Kulturerbe Rumänien wert? Oder was ist das deutsche Kulturerbe in Rumänien Deutschland wert? Ist dieses Kulturerbe überhaupt bewahrenswert? Und wenn ja, wie soll das geschehen? Ich meine, es ist uns ja völlig klar, wir sind ja hier unter uns. Bewahrenswert ist es allemal. Aber die Frage bleibt dann, wenn man sie mit Ja beantwortet, wie? Auf welche Art? In welchem Maße? Mit welchen Mitteln? Wer, wann, wo und so weiter? Und. Ich habe einen Spruch mal gehört und ich habe ihn hier aufgenommen, ich habe ihn auch rumänisch noch übertragen hier. Was man kennt, das schätzt man. Was man schätzt, das schützt man. Also wenn wir, das ist jetzt mein Gedanke, wenn wir hier in Rumänien, ich zähle mich jetzt mal dazu, wenn wir hier in Rumänien mehr über dieses kulturelle Erbe kennen und wissen, dann haben wir wahrscheinlich auch eher den Impetus, es zu schützen. Was man kennt, ja, das kann man auch schätzen. Also schätzt man, wenn ich etwas kenne. Und wenn ich es schätze, ja, dann sehe ich zu, dass ich es auch schütze. Ceea ce cunoaște, prețuim. Și ceea ce prețuim, ocrotim. So einfach ist es manchmal in Wörtern. Ich habe einen Artikel vor einigen Jahren geschrieben in der Siebenbürgischen Zeitung mit dem Titel Was man nicht aufgibt, hat man nie verloren. Zum Erhalt des kulturellen Erbes der Siebenbürger Sachsen, Anregungen zum Mitdenken, zum Nachdenken, zum Weiterdenken. Und hier habe ich mit diesen Sätzen begonnen. Da schreibt nämlich, oder das sagt in einem Film ein Rumäne. Und zwar sagt er, es kommen einige, jedoch alles, was mit der evangelischen Kirche getan wird, ist unnütz. Geld wird völlig umsonst eingesetzt. Es wird repariert, es zerbröckelt. Ich weiß nicht, was das Amt für die Bewahrung des nationalen Patrimoniums, also kulturelles Erbe, für diese Kirche tut.
Die Kirche haben wir so gelassen, wie wir sie gefunden haben. Einerseits großartig, andererseits in der Fall. Niemand hat ein Interesse, dieses wertvolle Kulturgut Siebenbürgen zu schützen. Auch die evangelischen Sachsen nicht. Auch nicht diejenigen von den anderen Konfessionen. Auch die Fachleute des nationalen Patrimoniums nicht. Auch das Amt für die Erhaltung des Kulturerbes, das ist der Originalton eines orthodoxen Pfarrers aus der Ortschaft Bust in Siebenbürgen, Nikolai Zaharie, den er in einem Film 2010 gesagt hat. Ich habe es mir abgeschrieben und habe es hier gebracht. Ja, das sind manchmal die harten Realitäten. Und ich habe dann einige Fragen gestellt in diesem Artikel. Und die habe ich hier auch mal rauskopiert. Wer entscheidet darüber, was restauriert und instand gehalten wird? Der Zufall? Die freien Kräfte des Marktes? Die Kirchenleitung? Die Fachleute aus den Bereichen Architektur, Denkmalpflege, Tourismus? Der rumänische Staat? Die vor Ort lebenden evangelischen Christen? Externe, vernünftig bezahlte Experten? Motivierte, potente Mäzene? Stiftungen? Die Heimatortsgemeinschaften? Welche Rolle spielen sie überhaupt? Und welche Mittel stehen ihnen zur Verfügung? Also Fragen, Fragen, Fragen. Aber, das ist für die jungen Leute vielleicht auch wichtig. Ich bin ja Lehrer gewesen. Wir sind da bereit, Lehrer gewesen. Sind es noch immer? Wir sind vier. Einmal Lehrer, immer Lehrer. Ja, wir wollen immer lieben und so weiter. Ich behaupte, dass die Antworten zwar wichtig sind, aber die Fragen sind im Leben noch wichtiger. Denn erst wenn man Fragen stellt, kommt man in die Situation, nachzudenken, was müsste man tun, um die Antwort zu haben. Wie kommt man zu einer passablen Antwort und so weiter. Die Antwort scheint mir, wenn die Frage mal gestellt ist, nicht mehr das Problem zu sein. Aber auf die Frage musst du kommen. Du musst die richtigen Fragen stellen, damit du die richtigen Antworten hast. Also Fragen zuerst. Machen wir mal ein Stückchen weiter. Ich habe einige Thesen aufgestellt. Das sind jetzt meine Thesen zum Erhalt des kulturellen Erbes der Deutschen in Rumänien. Die erste These. Das deutsche Kulturerbe Rumäniens in seiner Gesamtheit ist nicht zu retten. Negativ. Jedoch kann mehr gerettet, kann mehr bewahrt werden, als auf den ersten Blick möglich erscheint. Der realistische Optimist spricht das nicht. Die in Siebenbürgen lebenden, Siebenbürger Sachsen und die evangelische Landeskirche in Rumänien sind von der Größe der Aufgaben überfordert. Dies gilt genauso für die Banater und Satmarer Schwaben und deren katholische Kirche. Ich rede ja von den Deutschen aus der Dobruja und aus der Bukowina und aus Bessarabien nicht mehr, weil sie nicht mehr da sind. Meine zentrale These lautet, entscheidend sind gleichgesinnte Partner vor Ort. Diejenigen Menschen, die vor Ort leben, die dort tätig sind, egal in welchem Bereich, die muss man gewinnen, damit sie sich an dem Erhalt dieses kulturellen Erbes auch betätigen. Das ist für mich entscheidend. Schließlich, die heute in Rumänien lebenden Menschen sind langfristig die Erben der deutschen zivilisatorischen Hinterlassenschaft in Rumänien. Wir können es drehen, wie wir wollen. Das, was hier materiell bleibt, aber immateriell zum Teil, Geschichtsschreibung sagt nicht. Was hier bleibt, müssen die Leute, die Menschen, die hier leben, als Erbe möglicherweise oder auch ganz sicher annehmen. Wir können uns nicht darauf versteifen, jetzt sind noch drei Sachsen in einem Dorf, in Siebenbürgen, in einem Dorf, ja, und die Kirche gehört ihnen. Ja, die sagen, solange wir leben, darf hier nichts geschehen und so weiter. Ja, morgen übermorgen sind sie ja weg. Es gibt ja auch biologische Realitäten. Und das Erbe bleibt. Und jemand soll es übernehmen. Nur diejenigen, die hier vor Ort sind. Ich habe noch zwei Thesen.
Die fünfte lautet: Geboten ist die Erlebnisgeneration unter den Deutschen, ob in Rumänien oder außerhalb Rumäniens, zu animieren, sich am Prozess zur Rettung ihres Kulturerbes zu beteiligen, also sie die Rettung als Auftrag anzunehmen. Warum sage ich das? Ich, der ich hier aufgewachsen bin, mit diesen Kirchen, mit dieser Kultur der Siebenbürger Sachsen und schon 40 Jahre und noch länger in Deutschland lebe und davon noch nicht wegkomme, mir ist es nicht gleichgültig, was mit diesen Sachen passiert, was mit diesen Kirchen passiert, ob sie kaputt gehen oder nicht. Und solange ich lebe und viele andere, die vielleicht auch so denken, wäre es doch an der Zeit zu überlegen, dass wir, die Erlebnisgeneration, etwas dafür tun. Viele haben auch diesen Gedanken, wissen noch nicht wie, da muss man sich ein wenig organisieren. Und diejenigen, die hier sind, ja sowieso. Aber es geht auch noch ein wenig weit. Schließlich, wesentlich ist Partner, da komme ich wieder dazu, gleichgesinnte Partner. Partner aus allen möglichen Bereichen, Kultur, Politik, Wirtschaft, Einzelpersonen, Institutionen, Stiftungen, in Rumänien, in Deutschland, in Österreich, in Amerika, in Europa insgesamt, zusammenzuführen, Konzepte zum Thema Bewahrung des deutschen Kulturerbes zu entwickeln und umzusetzen. Oh, das ist groß, schön wissenschaftlich fast, aber so leicht gesagt und so schwer getan. Aber wir sind in vieler Hinsicht auf diesem Weg. Einige Beispiele. In Maria Ragna, meine Damen und Herren, da schlägt das Herz der banalen Katholiker. Eine herrliche Kirche. Rudolf, wir sind an der vorbeigefahren und haben sie nicht gesehen. Sie war 3 Kilometer von unserem Weg entfernt. Und das nächste Mal werden wir dort hinhauen. Dann müssen wir. Maria Ragna. Vor Jahren, vor wenigen Jahren noch eine Ruine, Sie wissen es schon besser, fast schon eine Ruine. Ich zeige Ihnen einige Bilder dann davon. Denn diese Wallfahrtskirche bei Lipova, die ab 1743 aufgebaut wurde mit einem großen Franziskanerkloster und so weiter, das Kloster ist 2003 aufgelöst worden, es hat keine Novizen gegeben und so weiter. Am 1. März 2012 hat es einen Vertrag gegeben zur Finanzierung des Projekts. Und hören Sie sich das mal an, was dort steht. Es ist ein langer Name, aber er gefällt mir. Das ist Entwicklung des kulturellen Tourismus in der Region West durch die Restaurierung von Kirche und Kloster Maria Ragna und deren touristische Erschließung. Entwicklung des kulturellen Tourismus in der Region West. Kultureller Tourismus. Also nicht nur essen und trinken, sondern auch geistige Nahrung zu sich nehmen, so wie wir auch heute Abend hier sind, und etwas geistige Nahrung mitnehmen können. Ja, EU-Gelder, 10 Millionen Euro sind bewilligt worden, ein Teil muss zurückgezahlt werden, aber immerhin drei Viertel der Gelder kommen von der EU, der Rest von der katholischen Kirche und so weiter. Kann man noch irgendwie zusammenklauen und sehen Sie sich das jetzt mal an. Am 2. August 2015 wurde das neu erbaute Kloster und so weiter, die war eine wunderschöne Madonnendarstellung der katholischen Kirche, so sah es aus. Ja, da war einiges zu tun, oder? Aber die einzelnen Bereiche, wo man mit freiem Auge nicht immer sieht, mussten aussaniert werden. Ja, die Kirche eingerüstet, komplett, wie Sie sehen. Und noch weiter, da oben wurde schon gearbeitet. Da sieht es auch innen, ist dieses Deckenfresko. Also eine herrliche Geschichte. Und dann kommt es sozusagen mittendrin. Wunderbar. Wir haben heute einige Fresken gesehen oder Bilder, wo Hofmaler von Ceausescu und seiner Frau
Nicolae Ceaușescu und seine Frau Elena als Friedensfürsten dargestellt haben. Ja, ja, Friedens. Ja. Ehrlich. Ja, auch interessant. Auch kunsthistorisch eindeutig einzuordnen. Ja, eindeutig. Eindeutig. Der Hochaltar am Tag der neuen Einweihung. Die Kirche, die strahlt heute wunderschön, gefällt mir auch ganz gut. Und hier am 2. August, Kardinal Meissner war da, wunderbar als Vertreter. Oder wenn bleiben wir noch in Vanna. Es gibt heute noch ein paar Tausende von den kurvigen Linien des österreichischen Barocks geprägter Häuser. Dieser Banater ländliche Barock. Wir fuhren im Sommer durchs Banat mit meiner Frau. Da habe ich gesagt, jetzt muss ich anhalten, ich will ein paar Fotos machen. Es ist ja sowas von großartig. Ja, und da haben wir dann zum Beispiel folgende Fotos gemacht. Und Sie werden es nicht glauben, ich bin aber wenig näher dran gegangen. Das ist ein Dorf in der Nähe von das ist der große Feinort. Zwischen Buzias und Rekas. Das heißt Hityas. Danke. In Italien bin ich ausgeführt, was mir sehr gut gefallen hat. Zum Teil sind es ja rumänische Häuser, die zum Teil renoviert wurden oder restauriert, schon während der letzten Jahrzehnte, weil die Deutschen zumindest schon weg sind. Aber sie haben diese Giebel nicht kaputt gemacht, sondern sie haben noch ihren Namen hingeschrieben, schon in den 50er Jahren. Weil ich zeige Ihnen eines, dieses hier. Da steht doch, er hat mit K geschrieben, Nicolae Todorescu. 1922 hat er diesen Giebel dort aufbauen lassen. Ich finde das großartig. Man kann ja etwas übernehmen und weiterführen. Das ist für mich gelebte Tradition. Das ist schon großartig. Ja, ja. Oder der kleine Schwab nun auch. Mensch. Da haben wir Heinrich Laue, einen der Literaten der Banater Schwaben. Und ich finde, wenn Sie einen Roman geschrieben haben, ich habe den lieben Herrn Eginald Schlattner gar nicht angeführt, von dem habe ich ein Interview, wir waren bei ihm im Sommer. Ich habe ihn zu diesem Vortrag etwas gefragt, aber wir können es jetzt nicht hören. Ich finde es prima, wenn so etwas auch in die rumänische Sprache übersetzt wird und damit jemand bekannt gemacht wird, auch unter den, oder hier Technikgeschichte und Industriearchäologie. Ein früherer Kollege von mir, Volker Wollmann, Dr. Wollmann war lange Zeit in Deutschland auf Schloss Horneck Museumsleiter. Er hat jetzt ein Buch herausgegeben, nachdem auch eine große Ausstellung in Reschica über die Industriekultur der Berglanddeutschen, der Banater Berglanddeutschen. Großartig. Ich finde es ganz, ganz stark. Warum hat er das geschrieben? Also es ist einerseits sein Thema und er war einige Jahre zu Beginn seiner Tätigkeit als Historiker gerade nach Reschica geschickt worden aus Klausenburg. Er hat ein oder zwei Jahre vor mir in Klausenburg absolviert. Er hat eine innere Verbindung aufbewahrt und hat jetzt in der Rentenzeit genau das gemacht. Oder gehen wir ein wenig weiter. Innenminister Reinhold Gall aus Baden-Württemberg zu Besuch in Banat. Gall legte in Anwesenheit der Mitglieder seiner Delegation und von Vertretern des Demokratischen Forums der Deutschen in Banat einen Kranz am Denkmal für die Opfer der Russland-Deportation oder Opfer der Russland-Deportation. Also jahrzehntelang hat es sowas in Rumänien nicht gegeben, dass jemand das offiziell sagen durfte und so weiter. Obwohl das damalige Rumänien, die damalige Regierung, Sanutescu oder Descu, die erste Regierung im Januar 1945, die königliche rumänische Regierung, Protest angelegt hat bei der Sowjetunion, auch beim Oberkommandanten hier in Bukarest, warum man die Rumänen in die Sowjetunion deportiert. Wir brauchen da hier auch, das Land braucht auch noch Arbeitskräfte. Ja? Ja. Und hier darf ich das auch sagen. Ich bin überzeugt, sagt er da, dass die deutsche Kultur in Banat sehr lebendig ist, auch wenn mittlerweile der allergrößte Teil der Banater Schwaben in Deutschland lebt.
Vielleicht ist es so ein Politikerwort, aber sie ist lebendiger, als wir glauben. Denn es macht eine Stadt, also wenn ich jetzt mal speziell an diesem Gebäude vielleicht weniger zu sehen, aber an den vorigen Bildern, die wir vor Beginn hatten, diese herrliche Zeit, so 1880 bis 1900, welche Stilrichtung meine ich denn da? Ich glaube, du meinst vielleicht den Jugendstil. Natürlich, den Jugendstil. Oder diese Kathedrale, das ist diese römisch-katholische Hauptkathedrale der Banater Schwaben. Ein herrliches Bau. Noch dieses Vatikan-Gelb, sage ich mal, passt auch dazu. Und ist vielleicht aber ein wenig österreichisch, ja. Gut. Leitstelle Kirchenburgen, Sie haben sicher davon etwas gehört. Die Leitstelle Kirchenburgen wird zur Stiftung Kirchenburgen. Und ich habe noch herausgeschrieben, der rumänische Staatspräsident Klaus Werner Johannes und der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck übernehmen die gemeinsame Schirmherrschaft. Das sind die richtigen Zeichen. Da bewegt sich etwas. Und am Ende, für wen? Für dieses Land und die Menschen, die hier leben. Nicht für irgendjemanden aus dem Himmel. Kirchenburgen in Siebenbürgen. Ganz kurz, ich werde etwas flotter jetzt gehen, denn, ja, wie Sand am Meer, könnte man sagen. Ja. Repser, Ländchen. Oder hier Harbach und Altal und der nördliche, ja, hier. Oder nochmal das Repser, Ländchen. Ich sehe alles zweimal hier, Unterwald und Umgebung von Hermannstadt. Die Zeichnungen sind von Architekt Fabini aus Hermannstadt. Wunderbar, aus einer Karte, Koppelgebiet und so weiter. Und hier von oben die Kirchenburg Tartau. Es ist wohl die bekannteste überhaupt. Hier noch einmal. Über 40 Mal wurde sie angewiesen. Sie steht dort in der Ebene. Ja, da könnte ich Ihnen viel erzählen, aber lassen wir das jetzt. Tartau. Riesige, damit man auch sieht, wie hoch diese Mauern sind. Ja, der Wagen, deswegen habe ich dieses Foto auch behalten. Der Wagen, der Pferdewagen, ja, da sieht man, das sind ja noch 4-5 Meter höher. So leicht konnte man da nicht ran, auch wenn man Türke war und mit irgendwelchen Leitern versuchte, da ranzukommen. Drinnen dann die entsprechende Landschaft, Kirchenburg-Landschaft, mit den einzelnen Bereichen für die einzelnen Familien. Ja, der Schönberg, ja, Friedhofhof, Mergen, Kleinschelken, das sind Festungen im Kirchenformat. Großartig. Boggersdorf in Siebenbürgen, auch die Landschaft natürlich, aber ist die Beachtung. Großau oder Kleinschelk oder Mediasch. Mediasch ist die einzige Stadt, die eine Kirchenburg noch hat. Die anderen Städte sind Kirchenburgartig, Schäßburg oder Bistus, Kronstadt nicht. Die haben andere große kulturelle Leistungen und Rahmen. Das Projekt mit unserem großen Sänger Peter Maffay, da könnte ich ihn auch sehen. Ja, die Kirchenburg ist meiner Meinung nach gerettet durch dieses Projekt von Peter Maffay hier. Meschendorf oder Wurmloch. Sächsisch bedeutet Wurmloch, also die warme Senke, die warme die warme Senke, dort wo der Wein in dieser Senke schön geschützt an den Hängen, leider keine Weinwerke mehr, gut gedeihen konnte, in diesem Wurmloch, boah, da haben wir Wenke heute, und so weiter. Wurmloch, Galt, Kirch. Holzmengen in der Nähe von Hermannstadt, Frauendorf, Fabrik, ja,
Von ihr stammt die Mutter von Renate Schmidt, sie war unsere Familienministerin im Bund Jakobsdorf in Südsiebenbürgen. Schäßburg und die folgenden 8 siebenbürgischen Kirchen wurden gehören zur Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Schäßburg habe ich schon genannt. Birten, das ist ein Foto, das ich gemacht habe. Und es ist mir wohl am besten gelungen damals, vor einigen Jahren. Also die Sonne schien nicht so wie heute in Bukarest, ein wenig anders. Da glaube ich noch einmal, aber auch da scheint die Sonne. Über das Wetter reden wir auch nicht, das Wetter haben wir. Kirchenburg-Dersch, das ist die einzige ungarische Kirchenburg in Siebenbürgen, die zum Weltkulturerbe gehört. Sie ist Székely-Dersch. Székely-Dersch, da waren wir in einer Frau. Und als eine Pfarrerin daran kam, um zu predigen, wussten wir, das sind keine Katholiken. Das sind Leser, Reformierte. Kaist in der Nähe von Schäßburg, Wurmloch. Hatten wir das schon, wissen wir, wovon die Rede ist, die Gräfenburg in Kelling, westlich von Hermannstadt gelegen, Deutsch-Weißkirche, Iskry. Hier hat sowohl Prinz Charles als auch Peter Maffay haben hier jeweils ein Haus sich gekauft und versuchen dort nämlich Ruhe zu finden, also ihnen auch gelingt. Hermannstadt, Hermannstädter Stadtpfarrkirche, nun kein. Keine Kirchenburg, aber doch etwas bewahren und beschützenswertes. Kronstadt, die Schwarze Kirche und der Rathausturm. Ja, was wird getan? Eine ganze Menge. Also bei diesen Kirchenburgen unglaublich viel. Ich möchte nur das Letzte hier anführen. Die Fachtagung Erhaltungs- und Nutzungskonzepte leerstehender Kirchenburgen in Siebenbürgen, Teil 2, 16. bis 17. September in Schäßburg. Was mich gefreut hat, so, wenn ich sehe, wer war denn dabei? Es sind Leute aus Deutschland gewesen, Leute aus Rumänien. Hans Gärtner, Bischof Reinhard Kurt, Konsulin Judith Urban, Dr. Paul Niedermeyer, Friedrich Gunesch, Ovidiu Crețu, hoppla, nicht nur Deutsche. Direktor Svan Pop, Liviu Gligor, Dr. Marius Porun, Philipp Hartmann, Sarah Hanin. Das ist für mich, das sind für mich sehr gute Zeichen. Das ist das, was ich am Anfang mit, wir brauchen Partner vor Ort. Gleichgesinnte Partner vor Ort. Wir haben sie zum Teil und es wird immer mehr. In diesem Jahr sind bei der Bezickertour und bei den anderen Touren, die diese Kirchenburgen hier haben, über 500.000 Besucher, hauptsächlich aus dem Altreich, aus Muntenien, aus Oltenien und aus der Moldau da gewesen und haben diese Kirchenburgen gesehen. Für mich ein großes, hoffnungsvolles Element. Denn, wie sagte ich, wer etwas sieht und kennenlernt, der ist bereit, es auch zu schützen, zu beschützen oder vielleicht noch mehr zu tun. Und das sollen ja die Leute sagen, wie die Erben dann sind. Da haben wir auch noch andere, Ruth Ischwan, Jörg Leut, Juana Mondok und so weiter. Sie merken, typisch siebenbürgische Dalí. 12. September ist in 5 Orten die Ausstellung Drungo Salvador Dalí in Bisercile Fortificate zu sehen. Diese Ausstellung wird im Rahmen von Entdecke die Seele Siebenbürgens. Ein herrlicher Begriff, Entdecke die Seele Siebenbürgens, macht die evangelische Kirche. Prima. Ich habe auf der Seite, auf der Internetseite der Deutschen Botschaft ein wenig, ja, wie nennt man das, wenn man so gechattet, habe ich nicht, das habe ich gemacht. Gesurft. Was habe ich gefunden? Deutsches Kulturzentrum Klausenburg. Deutsches Kulturzentrum Kronstadt. Deutsches Kulturzentrum Hermannstadt. Deutsches Kulturzentrum Temeswar. Bukarest und so weiter, die sehen eine ganze Menge. Und dann jede Gymnasien oder Lyzeen bzw. Nationalkollegs mit deutscher Muttersprache. Ich habe einige aufgeschrieben. Arad, Bukarest, Heldau, Hermannstadt, London, Kronstadt, Wiesbaden. Das ist hoffnungsvoll. Das ist, hätte man in dieser Masse wohl nicht vermutet. Und wenn wir hier hören, dass so viele Deutsch lernen wollen,
dann ist das auch hoffnungsvoll. Wenn jemand, der die deutsche Sprache lernt, ob er will oder nicht, nolens volens, auf gut Deutsch gesagt, ja, auch etwas von der deutschen Kultur. Es ist so. Hinter jeder Sprache versteckt sich etwas mehr als nur Vokabeln. Es versteckt sich Kultur. Und wenn man ihn kennenlernt, ist man auch ein friedvoller, ein toleranterer Mensch, grundsätzlich. Hier habe ich einige Elemente: Deutsches Kulturzentrum Temeswar, Deutsches Kulturzentrum Klausenburg, Hermannstadt oder hier in Kronstadt, 10 Jahre schon. Oder vor wenigen Tagen war es ja hier, denke ich, oder? War er hier, der Botschafter? Oder war er hier? Am 3. Nein, nicht am 3. Am 6. Nationales Theater. Das ist die Nationale. Ja, genau. Richtig. Aber immerhin, Lernen mit Kopf heißt es hier. Deutsche Schule Bukarest. Da sind Sie jetzt mal versammelt, habe ich. Nein, Sie kommen von der deutschen Schule. Ja. Oder? Ja? Nein, aber es ist nicht. Das ist deutsches Goethe-Kolleg Bukarest. Ah. Und das ist eine andere deutsche Schule. Eine Begegnungsschule. Hier lernen nie aus. Das ist eine Privatschule. Und das ist die staatliche. Das ist eine staatliche. Aber entscheidend ist, dass viele junge Menschen Deutsch lernen wollen, beziehungsweise ihre Eltern sehen die deutsche Schule. Gut, am Anfang müssen die Eltern auch noch etwas zu teilen, Brücken kann. Ich möchte nur bei diesem Begriff bleiben. Also das Museum, das erste Museum dieser Art in ganz Südosteuropa, 1803 ist er gestorben und hat es der evangelischen Kirche hinterlassen. Professor Dr. Hanna Monier. Eine Dame, die den, sie kommt aus Siebenbürgen, hat in Leschkirch die Schule besucht und dann in Klausenburg. Und sie hat den bedeutendsten wissenschaftlichen Preis, der in Deutschland vergeben wird, erhalten. Höhe 1,25 Millionen Euro für wissenschaftliche Arbeiten. Sie ist Mikrobiologie in Heidelberg. Das Lyzeum in Temeswar, Austauschprogramme mit Schülern aus Deutschland von einem Markgrafen-Gymnasium, Max-Planck-Gymnasium in Karlsruhe, Copernicus-Gymnasium in Norden, Gymnasium Almerhöhe in Hamburg, Realschule Prim in Chiemsee und so weiter. Das sind Menschen, die nach vorn blicken, vernetzt werden und. Noch einmal, ich komme noch mal gern zu dir. Hertha Müller war in dieser Schule und Hertha Müller ist dann nun Nobelpreisträgerin für Literatur. Meine Frau sagte, ja, wenn du mit mir auch nach Nitzkidorf fährst, dann komme ich mit. Sie hören von dort nach Nitzkidorf und wir waren vor wenigen Wochen wieder auch dort. Hertha Müller, 2009, am 10. Dezember, also heute ist der 12. Zwei Tage vor 6 Jahren hat sie diesen Preis erhalten. Vorwiegend vermutlich für ihre Atemschau. Ein großartiger Roman. Mir hat gefallen, wie ihre Heimatortsgemeinschaft Nitzkidorf reagiert hat. Der 8. Oktober 2009 geht weltweit in die Geschichte ein, aber für uns Nitzkidorfer ist es ein Stück Heimat. Wir sind stolz, dass unsere Hertha Müller das Höchste als Schriftstellerin erreicht hat, den Literaturnobelpreis. Die HOG, Heimatortsgemeinschaft Nitzkidorf, gratuliert ganz herzlich. Liebe Hertha, du warst immer die Beste in der Schule, hast viel gekämpft, nun kannst du deine Saat stolz ernten. Bleibe gesund, mach weiter so. Unsere Anerkennung, ja Achtung, gehört dir. Das hat der Vorstand. Schön. Filmemacher Günter Czernetzki. Günter Czernetzki ist ein Filmemacher aus Schleswig. Der ist vernarrt in Siebenbürgen. Der kann nicht ohne Siebenbürgen leben. Sein Lebensnerv ist schwer getroffen. Macht Filme. Ich finde sein Projekt großartig. Er hat mit
der Universität Lucian-Blaha in Hermannstadt eine Vereinbarung, dass er dort jedes Jahr eine Gruppe junger Journalistikstudenten betreut in einem Kurs und er schickt sie dann einzeln auf die siebenbürgisch-sächsischen Dörfer, haben jeweils ein Projekt mit einem bestimmten Gebiet, die machen Filme über diese Orte, diese Filme werden dann geschnitten, zusammengefasst und er verbreitet sie in Deutschland und in Rumänien zum Teil. Was ist für mich das Entscheidende? Das Entscheidende ist, dass diese jungen rumänischen Journalistikstudenten deutsche Kultur in diesen Dörfern kennenlernen und dann in die Welt gehen. Das ist doch etwas Großartiges, was er da damit macht. Das sind dann die Partner. Jetzt gehen wir ein Stück weiter. Wir kommen auf der offiziellen Homepage des CFF Viseul de Sus. Was mir gefallen hat, da oben rechts steht es, Associatia Wassertalbahn. So heißt es ja offiziell. Wassertalbahn. Sie heißt nicht anders als Wassertal, aus guten Gründen. Das sind die Oberbischauer Zipser, die das aufgebaut haben. Oder die Gymnasien, die habe ich vorhin schon genannt. Kronstadt, Hermannstadt, Schlesburg, Bistritz, Mediasch. In diesem Gymnasium in der Mitte dort in Bistritz. Dort war ich Schüler von 1955 bis 1962. Geschichtsbücher, also dieses Buch Geschichte und Traditionen der deutschen Minderheit in Rumänien, ist sowas von gelungen. Alle Achtung, wir haben sowas nicht. Deutsches Jahrbuch, schon längst, die ADZ, habe ich meine deutsche Zeitung für Rumänien, großartig. Diese Artikel, diese Beiträge, auch von der Art und Weise, wie es gedruckt ist und die Form und so weiter. Alle Achtung, die Deutsche Zeitung ja sowieso, Schiller Verlag und und. Thesen und Fakten zu den siebenbürgisch-sächsischen Kirchen Nordsiebenbürgens. Eine Kirche, die kontinuierlich als Gotteshaus genutzt wird, hat Zukunft. Trotz massiver Aussiedlung der Deutschen sind nur wenige der nordsiebenbürgischen deutschen Kirchen der Verfall preisgegeben. Die Übernahme der evangelischen Kirchen in Nordsiebenbürgen durch örtliche, meistens orthodoxe christliche Gemeinden bedeutet deren Rettung als Gotteshäuser und als bedeutende Kulturdenkmäler. Ich möchte Ihnen dieses Beispiel ganz kurz mal nennen. In mehreren früheren deutschen Gemeinden ist das nicht passiert und die Kirchen sehen dann so aus. Hier 1995 die Kirche und hier dann jetzt. Sie ist weg. Sie ist weg. Wie weg damit? Jakobsdorf, 2012. 2004. Fotos habe ich gemacht. Das ist jetzt. Sendung. Die Ruine steht auch heute noch so. Wir waren im Sommer da. Juni. Juni, Ende Juni, am 29. Juni. Es ist jammerschade, eine gotische Kirche. Aber ja, es ist nun mal so, wie es ist. Das sind die drei sehr negativen Beispiele. Wermesch ist auf dem besten Wege dahin. Ja. Leider. Geht kaputt. Aber wir haben auch ganz andere, ganz, ganz andere Beispiele. Und ich springe mal. Früher evangelische Kirchen, heute orthodoxe Kirchen. Evangelisch. Orthodox heute. Evangelisch, heute orthodox. Früher evangelisch, heute orthodox. Alle Nordsinken. Es sind 23 Kirchen übernommen worden von den Orthodoxen. Eine von den Ungarischen, von einer Ungarischen und eine von einer Sektengemeinde. Und die leben, die existieren, Sie sehen es hier, das ist in Deltrat, etwas flotter, ich muss ja irgendwann mal noch aufhören. Ja, das ist in Metzendorf, das ist in Larken. Inzwischen finden wir Räume orthodox, ganz prima und ganz fein. Unsere orthodoxen Mitchristen haben in Nordsiebenbürgen gelernt, auch auf einer Bank zu sitzen, weil die Bänke schon da waren. Sitzen sie jetzt im Gottesdienst, sie müssen nicht mehr stehen. Seht ihr, das sieht man sehr deutlich. Ja, das haben die wunderbar gemacht. Prima.
Wir waren ja orthodox. Das Beispiel Chippendorf, da haben wir dann ein ganz anderes Beispiel. Ich möchte Ihnen hier sagen, da hat wenn man in die orthodoxe Kirche jetzt hineingeht, über den Portal, kann man hier einen Text lesen, der ist renoviert, restauriert. Da steht Gott zu Ehren und als Ort sittlicher Bildung, Religionsübung, wurde diese im 14. Jahrhundert dort der Kirche und so weiter. Ja, immer. Hat man nicht verlegt. Und da gibt es noch etwas, ja, die haben einen Grabstein, sie haben die Grabsteine, die kaputt gehen, die haben sie runter zur Kirche gebracht, haben sie aufgestellt, die Namen und so weiter, ist das nicht mehr. Also, ich muss sagen, eine ganz, ganz prima Geschichte. Meine Frau sieht sich das an. Wenn wir hinfahren, haben wir eine Andacht in unserer Kirche, egal in welchem Dorf, der orthodoxe Pfarrer kommt, er sagt ein Wort zum Glauben, wir singen ein wenig ein Vaterunser und es funktioniert. Es geht ganz gut. Es ist auch kein Problem, wir sind ja Christen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, sächsische jetzt Kulturhäuser, ja, so sollte man auch restaurieren oder das Bistritzer Gewerbevereinshaus dort hinten. 12 Millionen Euro werden jetzt investiert. Im Centro Culturale Municipal, Giorgio Koschbuch, eine sächsische Gemeinde und hier ein strahlendes Beispiel Bootsch. Ja, da haben die Bootscher aus Elixhausen, Sachsenheim hier etwas angebracht mit dem Pfarrer, mit dem rumänischen Bürgermeister und so weiter. Und zwar steht dann ganz einfach: În amintirea cetățenilor sași din Batoș, care înainte de anul 1928 au întemeiat această localitate și au construit biserica. De la refugierea lor în septembrie 1944, ei trăiesc în comunități risipite în România, Germania, Austria, Canada și Statele Unite. Ne rugăm ca Domnul să ocrotească toată comunitatea celor din Batoș, care au fost, care sunt și care vor fi. De text la vizionare. Comunitatea localității natale. Ja, ein strahlendes Beispiel Deutsch Budak, ein ähnliches Beispiel. 2013 wurde hier zum Andenken an diesen Bürger Sachsen, die ab dem 14. Jahrhundert in Deutsch Budak lebten und hier ihre letzte Ruhestätte. Und rumänischer Text. Warum denn nicht? Jeder, der kommt, soll die Möglichkeit haben, mitzubekommen, was das überhaupt sein soll. Ja, und nachher ein ökumenischer Gottesdienst, ja, und dann haben wir auch kräftig gegessen und getrunken. Ja, ein deutscher Buddha hat sogar einen Sektwein kreiert, ja, Deutsch Buddha und so weiter, Johann Pfingstgriff, und der wurde dort verschenkt. Ja, Beispiele Münster und Tetten, die schönste Kirche in Nordsiebenbürgen, die meine Frau sehr mag, ist die aus Münster. Die einzige, die älteste Kirche in der Gegend. Eine romanische Basilika, dreischiffige Basilika, wunderschön renoviert vom rumänischen Staat und von der Stiftung, Siebenbürgisch-Sächsischen Stiftung. Ja. Und die Leute, die meisten Sachsen von hier leben in Kanada und Geld von dort kam auch. Ja, das ist jetzt ein Kunstwerk. Hier treffen, wenn in den 90er Jahren, sehen Sie mal diese Kirche an. Gut, die waren den Verfallpreis gegeben und, hier kann man es noch sehen, und ist heute ein Kleinod gotischer Kirchenbaukunst. Großartig. Der rumänische Staat hat sich hier intensiv eingesetzt und hat das gemacht. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar. Das Denkmalschutzamt. So sieht es dann innen aus. Es ist eine orthodoxe Kirche heute, es leben keine Sachsen mehr dort. Aber sie dürfen übrigens die Wände nicht bemalen. Der Denkmalschutz hat gesagt, nee, das war so. Und dann holt er sich die Bilderung und hängt sie an die Wand. Das ist auch kein Problem. Ja, das wäre das eine Beispiel. Ja, hier haben wir es. Ja, dann ist man verwirrt, wenn man da ist, macht man noch ein Foto und noch eins 2010. Das ist schon mal zu viel des Guten. Das Beispiel Bistritz. Möchte ich Ihnen ganz kurz Beispiel Bistritz. Ja. Also im Frühsommer 2008 sah die Kirche so aus. Man war gerade nah dran, alles fertigzustellen, das Dach oben im Turmbereich. Und dann kam das Unglück. Am 11. Juni 2008
ist dieses Gerüst angezündet worden, aus Versehen von drei spielenden Kindern. Dieses Gerüst brennt dann und es geht los, so wie es am liebsten nicht losgehen sollte. Aber es war so, die Welt war erstaunt, was da so alles passiert. Und das Ergebnis, na, wie kann man es mal sehen, das Ergebnis hier, auch das Kirchendach hatte begonnen zu brennen, alles kaputt bringen, völlig klar, die Glocken geschmolzen und. Und dann ging der wieder auf mal. So war es an den nächsten Tagen auch, so hat man da in die Fotos. Das ist das, was nicht verbrannt ist, sondern Glocken und zum Teil von Stahl, dann der Wiederaufbau. Schon im Dezember 2008, Mai 11. Oktober 2009, da haben wir die Glocken eingeweiht, die Hamad als Gemeinschaft Distrikts hat die Glocken gekauft und wir haben Geld gesammelt und haben so etwa knapp 250.000 Euro von den Leuten gesammelt und haben die Glocken gekauft und wir haben die Uhr gekauft und dann den Rest noch für andere Projekte bei der Kirche eingesetzt. Ja, die Weihe großartig mit einem großen Pfarrer. Hier ist Bischof Klein noch rechts zu sehen, damals von Pfarrer Kraus. Ja, damals, den kennen einige, er war damals Senatspräsident. Ja, und so wird diese Uhr, das hat man übrigens der Stadt übergeben, finde ich prima, dass man sowas macht. Im April 2000, ja, da hat man etwas gemacht, was es sonst nirgends gibt. Der Bürgermeister von Bistritz sagt, es gibt zwischen Moskau und Wien die einzige Kirche bei uns, die einen Aufzug hat, einen Lift hat. Stimmt übrigens. 15. April, dann, wer hat den Wiederaufbau finanziert? Das Ganze ist, man hat bisher so über 3 Millionen Euro hineingeschickt. Davon etwa 350.000 aus dem Ausland und der Rest zum Teil aus zentralen Bereichen Rumäniens, aber mehr als 2 Millionen hat die Stadt Bistritz allein investiert damit. Wir sind stolz auf unsere Vorgänger und wir sind ihnen für das überlassene Erbe dankbar, sagt der Bürgermeister Ovidio Fritz. Ich fühle mich als Nachfolger jener Sachsen, die diese Stadt erbaut haben und nicht als jener, die sie mit Feuer und Schwert überzogen haben. Ja, da ist dann die Weihe des Aufzugs und jetzt muss ich dann langsam auch Schluss machen, so sieht die Kirche heute aus. Und auf der Homepage von Bistritz, ich sage auch etwas von Geschichte, auf der Homepage der Stadt Bistritz, der Primarie, da steht geschrieben, Bistritzer ist ja das alte Dokumentar, prima, war ich überrascht, Anul Pomitos Scheißisch Patru. Și își datorează într-o mare măsură geneza evoluției caracteristice de fizice colonizării germane medievale. Așezarea este amplasată într-o zonă 1-1. Also, es wird nicht verschwiegen, dass hier Deutsche das Ganze begründet haben und hier aufgebaut haben. Intelligente Lösungen für den Erhalt, Czernetzki-Projekt, ADZ, Denkmalschutz, sinnvolle Nutzung und. Ich habe da eine ganze Menge, jetzt muss ich aber auch auf die Uhr schauen. Und ich sage so zum Abschluss, was man nicht aufgibt, hat man nicht verloren, um im Schillerhaus auf Schillermarkt zurückzukommen. Das passt, denke ich. Im Gespräch mit Mortimer sagt das an einer Stelle Elisabeth. Ich glaube fest daran, was man nicht aufgibt, hat man nicht verloren. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen Danke sagen. Ich habe mich fast an die Zeit gehalten, was ich mir vorgegeben habe. Sie wollen etwas sagen. Ich wollte dann nachher noch etwas sagen. Ich bedanke mich erstmal, Herr Oskar, und
den ersten Vortrag einer Serie. Das sind mehrere Vorträge, die auch angedacht sind. Wir haben den Vortrag über das Kulturerbe als ersten ausgewählt. Das ist natürlich hochinteressant und für die Daten kleine Objekte kann man in Sammlungen unterbringen, die nachher in Museen zu sehen sind oder in Privatsammlungen. Aber große Objekte in Kirchenburgen kann man nicht sammeln, sondern da müssen wir eine Lösung finden. Aber bevor wir noch zur Diskussion gehen, möchte ich in den Saal die Frage stellen, ob irgendwelche Fragen sind. Und ich glaube, wir sollen erst fragen und dann nachher können wir über dieses Thema diskutieren. Also, gibt es Fragen zu dem Vortrag und an den, der den Vortrag gehalten hat? Ja. Das ist nicht eine Frage. Frage, eigentlich. Diskussion nach. Ja. Ja. Sprach Wolkenstein. Sprach. Ja, das ist schon so. Ich würde mal sagen, so kommen Sie auf die Kategorie der Regatdeutschen. Das ist das erste Mal, dass Sie bewusst diesen Ausdruck benutzen. Ja. Wir sagen, wir sind die Deutschen aus dem Altreich. Also aus dem alten Legat, aus dem alten rumänischen Königreich. Aber als den Ausdruck als Legatdeutscher ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir ihn bewusst in einem, jetzt nicht ein, aber dass man ihn bewusst in einem Vortrag benutzt. Also Sie haben es ja selber schon gesagt, es ist nur eine andere Aussage zum gleichen Aussage. Also, Fragen. Bitte. Ja, ist es nicht im gewissen Sinne Eulen nach Athen tragen, wenn Sie diesen Vortrag hier halten? Sollten Sie nicht in Deutschland von Stadt zu Stadt ziehen und dort die Menschen sensibilisieren für dieses Kulturerbe, von dem die meisten wahrscheinlich keine Ahnung haben? Also erstens einmal tue ich es, ja. Doch. Aber wenn Sie genau hingehört haben, sagte ich auch immer wieder, meine zentrale These lautet, wir brauchen gleichgesinnte Partner vor Ort. Um die geht es mir. Dass die so etwas wie ein Identitätsbewusstsein schön langsam bekommen, dass das, was hier geblieben ist, ihnen gehört und sie sich darum kümmern dürfen. Das ist der springende Punkt. Aber ich mache es in Deutschland auch. Nicht nur einmal, seit Jahren. Das ist eine Serie von Vorträgen, die natürlich zuerst in Deutschland gehalten wurden. Also den habe ich noch nie gehalten. Bei uns in Rumänien und das erste Mal hier im Schemerau. Das müssen wir sagen, das ist der erste Vortrag. Also, wenn es keine Fragen gibt, ich finde, dann gehen wir zur Diskussion. Paul, du kannst jetzt diskutieren. Erstens möchte ich Ihnen herzlich danken. Ich muss sagen, es war ein einmaliger Vortrag von Ihnen. Ja? Denn ich habe vor 50 Jahren als Journalist bin ich überall hingereist, ja, und war auch in Rat. Ich wollte Sie auch fragen, vielleicht haben Sie von der Visitor im Gymnasium Kyrgyz kennengelernt. Ja, war mein Direktor. Richtig. Ich war damals Student in Klausenburg, bin ich gefahren von Klausenburg nach Bistritz und so weiter. Sie haben den Bistritz, der ist 76 Meter hoch. Jetzt? Die haben sich mit den Hermannstädtern, mit der Pfefferfische gezankt, welcher Turm der höchste wird. Eine einzige Bemerkung in diesem Sinne von Hermannstädt, die Frage, Bruckental wird ohne C geschrieben. Bruckental? Ja, ist hier eine Bemerkung von Hermannstamm und so weiter. Und dass die Siebenbürger Sachsen 6 Kirchenburgen unter dem Weltkulturerbe haben, habe ich schon als Ärzte, und das soll die Zeitung
wie der neue Weg war, habe ich es beschrieben. Von Kenning, Bonloch, Birkern, Kais, Deutschweiß-Gils, neben Stein, von wo ich komme, und Taglau im Wurzner. Die waren wohl die Ersten, die unter Denkmalschutz waren. Und natürlich auch heute noch. Und deshalb muss ich Ihnen herzlich danken für diesen einfachen Vortrag und möchte sehr gerne, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass alles, was Sie gezeigt haben, vielleicht auch in einem Buch erscheinen kann. Gut, ich danke für den Beitrag. Die Hauptsache ist, bei der Bewahrung, dass die Gebäude genutzt werden. Eine Nutzung kann man. Leben Dank, wir müssen das Lob. Verschiedene Wege zur Nutzung. Ich möchte mich anschließen mit dem Lob. Und zwar nicht nur an Sie persönlich, weil Sie vertreten ja eine Gemeinschaft von Leuten, die sich einbringen. Und ein ganz herzlicher Dank gebührt all denen, wie zum Beispiel VG Bistritz, für diese Wiedergutmachung des Brandes in Bistritz, nicht wahr? Bereit waren, große Spenden zusammen und alles zu tun. Und überhaupt. Und für den Vortrag natürlich, man erkennt den Lehrer und ich glaube, wir haben es alle genossen. Vielen Dank. Das ist die berufliche, wie sagt ihr so schön, Deformation. Ja. Wir kommen nicht weg. Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir zum Abschluss aus meinem Munde noch heute jemanden zu seinem heutigen runden Geburtstag zu beglückwünschen. Das ist unser Freund Dr. Rudolf Kelchner, der mit uns, mit seiner Frau in Bukarest war, heute Abend hier, und er bekommt von uns ein besonderes Geburtstagsgeschenk. Jetzt sieht er mich an. Er darf heute Abend hier auftreten. Das ist unser Geburtstagsgeschenk, lieber Rudolf. Du darfst auftreten und uns vielleicht ein Dankeswort, oder du musst es, vielleicht stimmst du uns ein auf das, was heute Abend noch kommt. Wir werden vermutlich in einem Restaurant das leibliche Wohl auch ein wenig. Gut. Lieber Rudolf. Dann trage ich hier ein. Unser Freund Horst Göppel stopft uns voll mit geistiger Nahrung und wir haben noch nicht zu Abend gegessen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie ich den Sprung machen soll. Auf jeden Fall komme ich zu diesem Auftritt wie die Jungfrau zum Kind. Es wird nämlich, denke ich, ein Programm sein aus meinem kleinen Soloprogramm, bei dem es um ganz andere Dinge geht, nämlich um die Inkompatibilität. Also wir sind inkompatibel und dabei meine ich Mann und Frau grundsätzlich, wenn dann nicht doch eine gewisse Anziehungskraft zwischen Mann und Frau wäre. Es geht dann doch wieder auch um die Liebe und die Liebe geht auch durch den Magen. Wenn du schon von Nahrung sprichst und jetzt eben von einer etwas festeren Nahrung, die wir eben zu uns nehmen können. Und wir wollen nämlich heute Abend noch in einem Restaurant Bœuf Stroganoff essen. Kennen Sie Bœuf Stroganoff? Das ist, sind Filetstücke, die in kleine Streifen geschnitten worden sind, mit Sahne und so weiter. Und Zwiebel das ist gut, eine meiner Leibspeisen. Das habe ich mir ja auch zu meinem Geburtstag heute gewünscht. Und wie es allerdings zu diesem Rezept Bœuf Stroganoff gekommen ist, das möchte ich Ihnen nun mal vermitteln und zeigen und vortragen.
Allerdings ist es sehr schwierig, weil normalerweise werde ich von einer Pianistin begleitet, die ja jetzt nicht da ist. Also das Geburtstagsgeschenk, ja, ihr müsst ihr euch vorstellen. Das Klavier ist aber da. Das Klavier wäre da, aber ich kann nicht gleichzeitig spielen und singen, es geht nicht. Deshalb bleibt mir nun nichts anderes übrig, als die Begleitung zu singen. Und dann kommt der Text zu Böf Stroganov. Und wenn ich also singe Tataram tatatata, tatatam taram tatatata, dann ist es nicht der Text, sondern das ist die Begleitung. Ja? Okay? Das ist dann mitgekommen. Also, ich trage das nur vor. Böf Stroganov. Stroganov, ein Großfürst einst am Zarenhof. Ich muss ja erst die Einleitung singen. Wenn ich die Einleitung gesungen habe, dann komme ich jetzt. Also, ich singe jetzt erst die Einleitung. Stroganov, ein Großfürst einst am Zarenhof, war ein eifersüchtiger Gatte. Jetzt fällt mir noch was ein. Stroganov wurde nicht nur für kleines Orchester bzw. Klavierbekleidung und Gesang geschrieben, sondern es gehört dazu auch noch Ballett. Russisches Ballett. Stroganovs haben wirklich, also am Zaren, nicht nur Ballett. Stroganovs aus dem 19. Jahrhundert. Mir bleibt nichts anderes übrig, als das, also wenn, das Ballett zu machen. Wenn ich also dann sage, Ballett, also ich kündige das an, dazwischen, damit Sie wissen, wann das Ballett kommt. Wenn ich dann also sage, Ballett, dann kommt das Ballett. Also es kommt nicht das Ballett, sondern ich mache das Ballett. Ja? Also, ja, wenn ich das Ballett mit dem Muskel, also tanzen auch noch. Alles gut. Fangen wir mal an. Stroganov, ein Großfürst einst am Zarenhof, war ein eifersüchtiger Gatte, der in Omsk, gleich bei Insk, um die Ecke rum von Omsk, ein großes Gut, was für ein Gut, so ein Gut, na schon gut, schön und gut, ein Gut von 1000 Sälen hatte. Wieso Sälen? Ja, lassen Sie mich erzählen, das ist russisch, echt russisch. Jeder Russe, der hat Säle, was weiß ich. Hi, hi, Dilliam, da, 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 Dilliam, da, 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 Dilliam, da, 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 Dilliam, da, 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 da. Und auf dem Gut, seinem Gut, da in Omsk, gleich bei ihm, um die Ecke rum von uns, lebte auch seine schöne Frau. Und sonst? Und dass sie schön war, wusste er. Und außerdem noch Pjatkorov und Kotskulov und Kotskulov und Schutzkinov und Schutzkinov. Und ganz besonders Schmutzkinov. Ziemlich viele wussten dieses ziemlich gut. Von dem Gut ist das gut, ja nicht gut, aber echt russisch. Hi, hi, Ballett. Dilliam, da, 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 Dilliam, da, 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 Dilliam, da, 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 Dilliam, da, da. Stroganov hat viel zu tun am Zarenhof. Wo sonst? Und zu Hause bleibt seine Schuster, bleibt in uns, bleibt bei uns um die Ecke rum von uns. Nicht viel los da in uns, nicht in uns, und nicht in uns. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag liegt sie im Bett, das arme Mütterchen. Wieso Mütterchen? Ja, fragen Sie Tolstoi, das ist russisch, echt russisch. Jeder Russe, der hat Mütterchen, was weiß ich. Hi, hi! Ja, doch auf dem Gut, dem Nachbargut, nicht in Omsk und nicht in Insk, ein bisschen weiter weg von Omsk, lebt besagter Schmutzkinov. Ein Schwein. Und eines Tages spannte er von
von seinen Schlitten. Die schwarze Studie Strasnutscha, die rote Studie Rasnutscha und Lasnutscha und Jasnutscha und vorneweg noch Krasnutscha. Und er knallte mit der Peitsche unverstärkt so schön in Schuschka auf das Blut. Ist das Blut gar nicht gut? Aber russisch, echt russisch. Hi, hi, Ballett, Kinder, Jammer. Halt, Ballett.